Josef von Eichendorff, Wünschelrute. Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort, und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Es ist still im Zimmer. Alle warten. Gleich tritt Vater ein. Es ist 5 Uhr. Wir sind eine Familie. Bei uns herrscht noch Gemeinschaftsgeist. Schon steht Vater vor der Tür und schließt sie auf. Er putzt kräftig seine Schuhe ab auf der Matte und sagt guten Abend. Der Vater hat immer recht. Die Kinder begrüßen ihn freudig, nehmen ihm die Aktentasche ab und bringen ihm seine Pantoffeln. Es ist wieder so richtig gemütlich daheim. Die Mutter bekommt einen Kuss und ist froh und zufrieden. Vater wäscht die Hände, kämmt die Haare, lockert den Schlips, krempelt die Ärmel hoch, streckt sich lang aus auf dem Sofa. Er liest die Zeitung und fühlt sich wohl in seinen Pantoffeln. Gleich gibt es Abendbrot. Wie gut es wieder schmeckt und wie natürlich nahrhaft appetitlich. Ja, man kann schon zufrieden sein. Nicht allen geht es so gut. Aber wir wollen nicht übermütig werden. Es kann auch mal anders kommen. Doch wir sind eine gute Familie. Wir werden uns schon aufrecht halten und redlich. Mutter räumt den Tisch ab und die Kinder helfen ihr. Der Vater lächelt gütig und die Mutter strahlt. Ja, wir halten zusammen. Die Mutter verrichtet ihre Arbeit in der Küche. Der Vater liest seine Zeitung zu Ende. Die Kinder verhalten sich ruhig und stören nicht. Schreib die Geschichte zu Ende. Wir schauen uns gemeinsam die Familienserien an. Vater gönnt sich ein Fläschchen Bier. Mutter trinkt keinen Alkohol. Sie nimmt ein Glas Obstsaft zu sich, im Entsafter zubereitet aus Früchten eigener Ernte. Vater raucht nicht. Wir Kinder bekommen unsere Milch. Alle sind zufrieden. Schreib die Geschichte zu Ende. Das ist nicht schön. Auch dem Vater gefällt es nicht. Er will wenigstens am Feierabend davon verschont bleiben. Die armen Menschen dort. Ein Glück, es ist nicht hier bei uns, sondern weit entfernt. Dennoch wäre es uns lieber, wenn es keinen Krieg gäbe. Warum können denn nicht alle so friedlich leben wie wir? Es geht doch auch anders. Ja, wir hassen die Unruhe. Wir lieben ein gemütliches Heim. Die Kinder lieben gütige Eltern. Die Eltern lieben brave Kinder. Wir sind eine gute Familie und wollen und werden es bleiben. Die Zeit schreitet voran. Bald ist der Feierabend vorbei und es heißt, sich bereit machen für den nächsten Tag. Ein Tag ist wie der andere. So weiß man immer, woran man ist. Das ist gut und angenehm. Das gefällt uns. Schreib die Geschichte zu Ende. Die Familie blickt über das Gärtchen vor dem Haus hinweg auf die Straße. Dort rollen schon die Panzer in großen Kolonnen. Auch Soldaten marschieren flott und singen und am Himmel drehen wagemutige Piloten ihre Kreise. Das ist neu und doch ein wenig beunruhigend.
Fern am Horizont flackert es rot und es heißt Feuer. Detonationen künden von Kämpfen. Rauch kitzelt in den Nasen. Wir bewundern die stämmige Karosserie der Panzer, die harten Ketten und die mächtigen Kanonenrohre. Schreib die Geschichte zu Ende. Kommt, Kinder, ruft die Mutter. Auf jetzt, es geht ins Bett. Es ist Zeit, es ist schon spät. Und morgen früh heißt es wieder heraus aus den Federn und an die Arbeit. Wir wollen doch alle frisch und ausgeruht den Tag beginnen.